Eine der spannendsten Fragen ist aus meiner Sicht, wie die Welt sich mit und durch die Corona-Krise eigentlich verändern wird. Und da hält die Geschichte viele Lektionen bereit. Da kann man Trends erkennen, kann die Gegenwart analysieren und weiß dann vielleicht ein bisschen eher, wohin geht es. Der Blick in die Geschichte ist ja immer für mich eines der zentralen Dinge gewesen, weil ich muss wissen, wo ich herkomme, um zu wissen, wo ich stehe. Denn erst wenn ich weiß, wo ich stehe, weiß ich, wo ich hingehe. So könnte man eigentlich für die Gesellschaften, für die Menschheit insgesamt formulieren. Und ich will in diesem Video mal ein kleines Schlaglicht werfen auf mögliche Trends, auf mögliche Veränderungen dieser durch die Corona-Krise sich dynamisch verändernden Welt, in der ja viele Dinge jetzt plötzlich sich beschleunigen, die vorher schon angelegt waren. Es kommt die Substanz nach oben und das gilt in vielerlei Hinsicht. Fangen wir zunächst mal an mit einem Statement von Jonathan Farrow von Bloomberg, der gesagt hat, wenn du wissen willst, wohin du gehst, dann solltest du besser wissen, wo du stehst. Und wenn du nicht weißt, wo du stehst, wie willst du dann überhaupt wissen, wo du hingehst? Das ist genau das, sozusagen paraphrasiert, was ich vorhin versucht habe anzudeuten. Der Blick in die Geschichte, der bereitet oder hat die Möglichkeit, gibt uns die Möglichkeit, Chancen und Risiken besser abzuschätzen. Und wir wollen das jetzt mal ganz konkret anwenden auf das, was hier der Fall ist. Jim Rogers hat hier, der Guru, Investment-Guru, wenn man so will, auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen, lebt in Singapur, kommt da nicht weg, weil eben der internationale Flugverkehr ein bisschen leidet derzeit. Er sagt, die USA machen jetzt die gleichen Fehler wie das britische Weltreich, wie UK in den 1920er Jahren. Sie gehen immer tiefer in Schulden, aber dieses immer tiefer sich verschulden ist ja auch ein Symptom dafür, dass etwas nicht stimmt, dass man sozusagen nicht in einem dynamischen Aufwärtsprozess als Weltmacht sich mehr befindet, wie bei den Briten, die ja praktisch dann ihr Weltreich mit dem Ersten Weltkrieg verloren durch den Zweiten Weltkrieg. War dann völlig klar, dass die Amerikaner die Nummer eins sind. Und wir erleben jetzt im Prinzip einen Transformationsprozess, wo der relative Abstieg der Supermacht USA zu Ungunsten oder zugunsten Chinas sich vollzieht. Und das wird einige Konflikte natürlich hervorrufen. Was meint Jim Rogers mit der Verschuldung? Alleine jetzt im zweiten Quartal wird das US-Finanzministerium 3 Billionen Schulden machen, das muss man sich mal vorstellen, 3 Billionen, das sind 14% des gesamten BIPs und das macht man in einem Vierteljahr sozusagen, das sind 14% also des US-BIPs und wir sind jetzt bei Schulden von 25 Billionen aktuell bei den USA, das heißt diese Schulden werden ansteigen von 25 auf 28 Billionen Dollar, das sieht man hier auch im sogenannten Fiscal Support, was sozusagen in Relation zum BIP jetzt rausgehauen wird an fiskalischer Unterstützung, gab es noch nie. Jenseits von Kriegszeiten, nicht in der Finanzkrise, nur bei den beiden Weltkriegen sehen wir ähnliche Grafiken nach oben gehend. Und wir sehen hier zum Beispiel mal die Bilanz der 4 großen Notenbanken dieser Welt und gleichzeitig den MSCI World, also den Aktienindex, drüber gelegt. Dann sehen wir, der ist gefallen, jetzt steigen die Bilanzsummen der Notenbanken, das ist auch der Grund wahrscheinlich warum oder einer der Gründe, warum die Aktienmärkte sich doch noch halten. Schauen wir uns auch mal den Vergleich an hier zwischen etwa der großen Depression, also 1929 folgende, wird auch 1920/21 eine Depression. Wir sehen die Amplituden, die sind inzwischen jetzt größer als in der großen Depression. Wir haben also praktisch einen größeren Rückgang der Wirtschaft als in der Weltwirtschaftskrise und wir haben einen stärkeren Anstieg der Verschuldung als in der Weltwirtschaftskrise. Muss man sich mal vorstellen, muss man einfach mal einordnen, eben im historischen Kontext. Und auch die Unternehmen verschulden sich in ungeahnten Ausmaß. Hier 2020 die sogenannte Issuance of Investment-Grade Bonds, also praktisch die Auflegung von Unternehmensanleihen, die noch als Investment-Grade, also praktisch eine relativ ordentliche Bonität haben. Das ist massiv gestiegen. Die Unternehmen brauchen Geld, leihen sich Geld, verschulden sich, um eben diese Corona-Krise zu überstehen. Und hier sehen wir mal einen Vergleich, was Sie hier sehen in Blau. Das sind die sogenannten Fallen Angels. Das sind die ehemaligen Firmen, die Investment-Grade-Status hatten mit ihren Anleihen, jetzt abgestuft sind auf Junk, also als Non-Investment-Grade. Dürfen eigentlich seriöse Profi-Investoren gar nicht mehr kaufen. Auch hier geht die Kurve deutlich nach oben. Macroeconomic Uncertainty, die makroökonomische Unsicherheit ist immens groß. Wir sehen, das haben wir
noch nie erlebt, auch nicht ansatzweise in einer solchen Dimension, wie unsicher eigentlich die Zukunftsprognose ist angesichts dieser dynamischen Veränderungen. Und wir sehen jetzt, um jetzt mal ein bisschen auf das aktuelle Geschehen zu kommen, wir hatten ja die Weltwirtschaftskrise, damals war der US-Präsident Hoover am Ruder und der hatte den Begriff der Depression formuliert, um das Wort Panik nicht nutzen zu müssen, hat man das dann als Great Depression genannt. Donald Trump hat ja kürzlich noch gesprochen von der Greatest Economy Ever. Jetzt ist die Frage, wird Trump sozusagen angesichts einer kollabierenden Wirtschaft eine Chance haben, diese Wahlen zu gewinnen? Was wird jetzt also in den nächsten Wochen und Monaten kommen? Und da zeigt sich nach meiner Auffassung ein Muster. Was Sie hier sehen, sind die Covid-19-Fälle in den USA. Und Sie sehen, da ist wahnsinnig viel an der Ostküste, vorwiegend eine Konzentration an der Ostküste, ein bisschen was an der Westküste und im Mittleren Westen. Da wird es relativ dünn. Gleichwohl sind diese Menschen im Mittleren Westen, die vom Coronavirus deutlich weniger betroffen sind, aufgrund der größeren Fläche bei weniger Einwohnern, sind von denselben Maßnahmen betroffen gewesen eine Zeit lang. Die sind unzufrieden, die haben auch ihren Job verloren, die haben oft nicht die Möglichkeit, wie die Großstädter in New York zum Beispiel ins Homeoffice zu gehen. Da staut sich also eine gewisse Wut auf und Donald Trump wird diese Wut bedienen müssen und wird mit dem Finger auf China zeigen und sagen, die haben uns das eingebrockt, er wird Reparationen fordern, er wird Zölle anheben. Wir werden also jetzt bald das Wiederaufleben des Handelskriegs erleben, das hat sich ja schon angedeutet, durchaus sagen, etwa von Trump selbst, von vielen anderen wie Peter Navarro zum Beispiel, dass da was kommt. Das wird sozusagen Trumps Methode sein, um die eigene Basis zu motivieren. Heute haben wir Zahlen aus den USA, ISM Service Index, Dienstleistungsindex, und es ist ja der Dienstleistungssektor hier aus den USA, der am stärksten betroffen ist. Bei den Einkaufsmanager-Indizes Gewerbe kann man ein bisschen noch mit den Lieferzeiten sozusagen den Index verwässern. Steigende Lieferzeiten sind positiv, obwohl das derzeit nicht positiv ist. Sei es drum, jedenfalls Dienstleistungen, da dürften wir heute die nächste Hauerzahl sehen aus den USA. Wir dürften insgesamt jetzt sehen, dass wir eine Kontraktion des BIPs haben, also der Wirtschaftsleistung. Das wird bedeuten, dass die deflationären Tendenzen doch deutlich zulegen und dass Löhne sinken, das ist sozusagen genau das, oder beziehungsweise die Löhne nicht steigen. Es wird also kaum mehr etwas hier an Lohnsteigerung geben in nächster Zeit, im Durchschnitt gesehen zumindest. Und das ist eines der Themen. Trends für die Zukunft, das ist immer sehr spannend, finde ich, abzulesen, was suchen eigentlich die Leute auf Google. Und wir sehen hier zum Beispiel Home Improvement ist extrem gefragt, und zwar in allen Regionen der USA, die diese Grafik hier abbildet. Also wenn man zum Beispiel in Baumärkten ist oder mit Mitarbeitern im Baumarkt spricht, die sagen, was die Leute uns hier die Bude einrennen, das haben wir noch nie erlebt. Die Leute gehen mehr ins Homeoffice, basteln sich da sozusagen ein bisschen einen Arbeitsplatz zurecht, sind viel mehr zu Hause, haben daher mehr Impetus sozusagen am Zuhause auch was zu verändern. Und wir sehen zum Beispiel hier in einer Umfrage in den USA, was wirst du machen, wenn die Mobilität wieder ansteigt, wenn sozusagen so ein bisschen Normalität wieder der Fall ist? Und da sagen 19% nur, ich werde zum Beispiel mehr mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren. 36% sagen, bleibt ungefähr gleich, aber fast die Hälfte, nämlich 45%, sagen, ich werde nicht mehr mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren. Ich werde 39% sagen, ich werde nicht mehr mit dem Taxi oder mit Ridesharing, also Uber oder ähnlichem fahren. Und immerhin 49% sagen, ich werde mit meinem eigenen Auto fahren. Das ist sozusagen jetzt ein Trend, der kommt, den wir aus Umweltgründen eigentlich so ein bisschen abstellen wollten, der sich aber jetzt durch die Corona-Krise wieder durchsetzen wird. Man sucht sein eigenes Castle, sozusagen my home is my castle. Das gilt dann auch für das Auto, dass man da geschützt ist, dass man da sich nicht Risiken aussetzt, etc. etc. Risiken ist, um jetzt das Thema zu wechseln und auf die Aktualität zu kommen, das Stichwort für den Euro und für die Eurozone insgesamt. Denn heute wird das Bundesverfassungsgericht entscheiden über die Anleihekäufe der EZB, das sogenannte PSPP-Programm.
Und da geht es um was. Da wird zwar wahrscheinlich das Verfassungsgericht selbst im Worst Case nicht sagen, naja, das verbieten wir komplett, aber es kann eben sein, dass die Bundesbank dann nicht mehr mitmachen darf. Worum geht's? Hier geht es um Haftungsfragen. Ich versuche mal hier ein bisschen aus dem Bild zu gehen und hier an die Seite zu verschwinden, meine Damen und Herren. Wir sehen, es wird heute über dieses PSPP abgestimmt. Das ist ein Programm im Volumen von 2,26 Billionen Dollar. Davon allein Haftungssumme für Deutschland 200, knapp 51 Milliarden Euro, nicht Dollar, Euro natürlich. Jetzt kommt ja noch dieses PEP-Programm dazu, das Pandemie-Kaufprogramm. Derzeit 118,8 Milliarden Dollar sind da schon geflossen, Tendenz weiter aufsteigen. Und dann haben wir noch private Anleihen, die die EZB ja gekauft hat. Da liegt die Haftungssumme für Deutschland bei 137 Milliarden Euro. Und darüber wird heute das Verfassungsgericht vermutlich so um 19 Uhr herum eine Entscheidung bekannt geben. Wir sehen bei der EZB, diese Grafik hatte ich gestern schon mal gezeigt, dass ja die Europäische Notenbank vorwiegend jetzt italienische, spanische Anleihen kauft, also französische Anleihen, also tendenziell Südländeranleihen kauft, viel mehr als deutsche Anleihen, um eben diese Staaten offenkundig jetzt zu unterstützen. Wenn wir zu den Aktienmärkten mal kommen, sehen wir auch im größeren Zusammenhang, die Volatilität ist nicht weg. Sie ist und bleibt außergewöhnlich hoch und außergewöhnlich lange, auch wenn sie zuletzt runtergekommen ist. Und wir hatten gestern ja Gewinne dann noch gesehen an den US-Indizes, bei den US-Indizes. Aber an der New York Stock Exchange gab es mehr Aktien, die gefallen sind, als gestiegen sind und mehr 52-Wochen-Tiefs als 52-Wochen-Hochs. Und hier sagt Sentiment Trader, das gab es bisher nur 21 Mal seit dem Jahr 1965. Und nur in 7 von diesen 21 Fällen stand der S&P dann höher in den nächsten Tagen und Monaten. Schauen wir uns mal die Charts an, meine Damen und Herren, von Capital.com, wie wir heute reinkommen in den Handel. Japan und China, ja, mit Feiertagen gesegnet, dadurch sozusagen der asiatische Handel so gut wie nicht vorhanden. Wir sehen dennoch freundliche Kurse. Warum auch nicht? Man hat jetzt sozusagen wieder diese Lockerungshoffnungen. Ah, das ist doch schick, das ist doch wunderbar, das wird alles schon. Und wir sehen den DAX, der vorbörslich vor 8 Uhr oder beziehungsweise jetzt gerade schon angefangen hat, auf Future-Basis bei 10.630. Was macht Gold? 1.700 knapp drüber und das amerikanische Crude Oil bei 23,50 $. Also das war so ein bisschen der Versuch, mal ein Schlaglicht zu werfen. Wir sehen eigentlich tektonische Verschiebungen. Wir sind nur selten in der Lage, diese Verschiebungen auch wirklich zu erkennen, zu analysieren. Wenn wir allerdings in die Geschichte blicken, dann sehen wir, woher kommen diese Verschiebungen, dann sehen wir schon die ersten Risse im Boden und können dann sozusagen diesen Riss geradezu in die Gegenwart mitverfolgen, sehen, was sich da wirklich genau verschiebt und was das dann für die Zukunft bedeuten wird. Das war ein kleiner Versuch, mal, wie gesagt, ein solches Schlaglicht zu werfen. Jetzt wünsche ich einen wunderbaren Start in diesen Tag und schauen Sie mal rein bei finanzmarktwelt.de, meine Damen und Herren, da werden Sie informiert. Ich sage Servus und tschüss.